Nach dem König Xerxes ist der Artaxerxes persischer König geworden. Der Artaxerxes hat den Priester Esra mit dem Empfehlungsbrief nach Jerusalem geschickt. Im Brief ist gestanden: Jeder, der zum Volk Israel gehört, darf mit dem Esra nach Jerusalem zurückzügeln. Der König und seine 7 Berater sendeten Esra nach Jerusalem, zum feststellen, ob dort Gebot Gottes befolgt werden. Alles, was ihr braucht, um eurem Gott zu opfern, wird die Staatskasse zahlen, weil wir wollen, dass Gott den König und seine Söhne segnet. Wer Gottes Gebot nicht befolgt, soll verurteilt werden. Ungefähr 2000 Israeliten sind mit dem Esra nach Jerusalem gezogen. Das ist schön, dass schon wieder ein heidnischer König das Volk Israel unterstützt hat. Genau. Ein bisschen später haben ein paar führende Männer zum Esra gesagt, ein paar Priester, Leviten und Israeliten haben heidnische Frauen geheiratet. Sogar führende Israeliten sind Gott untreu geworden. Der Esra war wie betäubt und hat geweint, als er von dieser grossen Sünde gehört hat. Genau wegen dieser Sünde hat das Volk Israel Götze angebetet, alles verloren und war 70 Jahre in der Gefangenschaft. Jetzt hat der Esra bestimmt Angst gehabt, dass Gott das Volk wieder bestrafen wird. Stimmt. Der Schechania hat zum Esra gesagt, wir sind untreu geworden, aber es gibt noch eine Hoffnung fürs Volk Israel. Am besten schicken wir die heidnischen Frauen mit ihren Kindern weg und erneuern den Bund mit Gott. Der Priester Esra hat mit den führenden Männern 3 Monate lang eine Liste gemacht von den Israeliten, die sich von ihren Frauen zum Götzendienst verführen lassen haben und gesündigt haben. Es waren 113 Israeliten. Davon sogar 4 Söhne vom Priester Jeschua. Sie haben ihre Frauen und Kinder weggeschickt und Gott ein überträgtiges Opfer dargebracht. Gott hat ihnen vergeben. Das ist schon noch hart, dass sie ihre Frauen und Kinder haben müssen wegschicken. Aber wenn die sich nicht haben wollen anpassen und zum Götzendienst verführt haben, hat Gott das ganze Volk wieder müssen bestrafen. Und das wäre viel schlimmer gewesen. So ist es. 13 Jahre später haben einige Israeliten den Nehemia in Babylon besucht und erzählt, dass die Stadtmauer von Jerusalem immer noch nicht aufgebaut ist. Der Nehemia hat tagelang geweint und gebetet: O Jehova, mach du, dass mir der König barmherzig ist und ich nach Jerusalem gehen darf, um die Mauer aufzubauen. Der Nehemia hat das Mundschenk für den König Artaxerxes geschaffen und dem König einmal den Wein gebracht. Nicht nur der Wein hat dem König eine gute Laune gegeben, sondern auch der Mundschenk war dazu da, dass der König eine gute Laune hatte. Der König hat sofort gemerkt, dass der Nehemia traurig war und ihm erlaubt, eine Reise nach Jerusalem zu machen, um die Mauer aufzubauen. Er hat dem Nehemia auch einen Empfehlungsbrief mitgegeben, damit er Holz für die Stadttor kaufen konnte. Sehr gut, dass der König Artaxerxes das Volk Israel unterstützt hat. Richtig. Die Araber, die Ammoniter und die Philister haben die Israeliten verspottet und gesagt, das schaffen die nie, die Mauer aufzubauen. Wo die Mauer die halbe Höhe hatte, sind sie verrückt worden und haben die Israeliten angegriffen. Aber die Israeliten sind gewarnt worden
und haben in der einen Hand die Waffe gehalten und mit der anderen Hand Stein für die Mauer umeinander gedreht. Einer hat Alarm geblasen, wenn die Finden auf der einen Seite angegriffen haben, und dann sind alle dort hergerannt, um zu helfen. Sie haben auch alle auf der Baustelle übernachtet und Jerusalem bewacht. Trotz Spott und Angriff haben sie nicht aufgegeben, sondern zusammengehalten und entschlossen weitergebaut, bis die Mauer fertig war. Das ist sehr gut. Stimmt, die armen Leute vom Volk sind zum Nehemiah geklagen. Wir haben zu wenig zu essen zum Überleben. Damit wir die Steuern vom König zahlen können, haben wir unsere Häuser und Felder verpfändet. Jetzt verlangen unsere Brüder zu allem hin noch Zinsen und wir müssen noch mehr Felder verpfänden. Unsere Kinder nehmen sie uns auch schon bereits weg und tun sie versklaven. Wir haben zu wenig Geld und sind am Verhungern. Da ist der Nehemiah verrückt worden und hat zum Volk Israel gesagt: Wie könnt ihr nur eure Stammesbrüder dermassen ausnützen und Zinsen verlangen? In dem Gebot Gottes steht, dass ihr von euren Brüdern keine Zinsen verlangen dürft. Weil ihr Gottes Gebot nicht befolgt, macht ihr euch zum Gespött bei den Völkern rundum. Gebt ihnen alles zurück, was ihr ihnen als Zins weggenommen habt. Sie haben versprochen, dass sie alles wieder zurückgeben, was sie als Zins ihren Brüdern weggenommen haben. Auch der Nehemiah hat auf seinen hohen Statthalterlohn verzichtet. Er hat das Volk nicht ausbeuten, wie die Statthalter vor ihm. Darum ist es dem Volk besser gegangen. Der Nehemiah war ein gutes Vorbild und hat Gott mehr geliebt als einen Haufen Geld und Luxus. Aber dafür hat Gott ihn gesegnet. Ja, genau. Jetzt lesen wir 1. Korinther 15, 58. Bleibt standhaft und lasst euch nicht beeinflussen, denn ihr wisst, dass im Herrn nichts umsonst ist. Bleibt standhaft und lasst euch nicht beeinflussen, denn ihr wisst, dass im Herrn nichts umsonst ist. Bleibt standhaft und lasst euch nicht beeinflussen, denn ihr wisst, dass im Herrn nichts umsonst ist. Jetzt singen wir einen Lobpreis, wo wir einander ermutigen, Gottes Haus zu bauen. Der Herr schon sagte, beachtet, wie es euch geht. Ihr seht und wenig auf eigenes nur seht. Den Berg besteigt, bringt fleißig das Material hierhin. Und baut mein Haus, so dass ich verherrlicht bin. Seid stark, die Wohnung baut für ihn. Der Herrscher ist mit uns, verherrlicht sich darin. Seid stark, einmütig baut und gern, dass alle verherrlicht.